Das Thema ist, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, 50 Jahre bemannte Raumfahrt und 30 Jahre Space Shuttle. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wen wir gebeten haben, die Promi-Frage zu stellen. Franz Fieberg. Oh, wie seid ihr da drauf gekommen? Okay, nächste Frage. Die originelle. Die nächste Frage kommt von Franz Fieberg, bitte. Hallo, liebes Rateteam. Ich will gern von euch wissen, warum es im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine Toilette mit abschließbaren Klodeckel gibt. Eine Toilette mit abschließbarem wegen der Klodeckel. Aliens, die da rauskommen. Was abschließbar? Was? Klodeckel. Im Deutschen Zentrum, in Deutschland. Ja, die haben auch Aliens. Die haben Alien. Ja, das ja. Nein, das ist ja Österreicher, das ist in Österreich. In Deutschland aber ist es abschließbar im Sinn von Krieg-Rag-Ruh oder im Sinn von Vakuum dicht verpackt und nichts riecht mehr? Entschuldige, was ist Krieg-Rag-Ruh? Warst du nicht im Kindergarten? Nein. Krieg-Rag-Ruh, der Mund ist zu, der Schlüssel fortet jetzt kein Wort. Gott. So, das ist von einem anti-autoritären Kindergarten. Ein versperrbarer Klodeckel. Ja, sicher, das ist das Chefklo. Und jeder, der zum Beispiel, wenn das jetzt daneben, wenn da daneben was gegangen ist und daneben gludelt, ja, das weiß jeder, hat die waren, weil ich habe keinen Schlüssel. Ja. Ich kann es nicht sein, ja, weil das ist. Ja. Nein, nur die, genau, die keinen Schlüssel haben, wollen daneben. So, weil die nicht aussprechen können. Ja, oh nein, wir haben leider völlig unlos. Abschließbar. Ja, es ist, vielleicht ist das Klo eingesperrt, damit es nicht zum Beispiel vom deutschen Privatfernsehen abgeworben wird. Weil im deutschen Privatfernsehen kriegt mittlerweile jedes Häusl eigene Show. Oder es ist, na, aber vielleicht ist es so, die haben vielleicht nur einen Klodeckel. Und der ist so oft gestohlen, genau. Und jetzt spielen sie. Ja, genau. Ja, ja. Das ist alles mit der Schwere. Ja. Das mit so unförmig ist der Kuss ausgegangen. Das Handgangen sind. Ich hab da noch was geschaut. Oder die haben nur einen Schlüssel und sie müssen reden miteinander. Ja, sagen, du, ich müsste dir das Klo kommst und den Schlüssel geben. Das ist ein Kommunikations- dass man wieder mehr redet miteinander im Betrieb. Du meinst, aber das ist. Das muss mit der Schwerkraftsimulation zu tun haben. Schwerkraftsimulation ist ein gutes Stichwort. Ja. Also das ganze Heizwasser im ganzen Dings. Ja, ganzen ja. Sag ich ja. Hat der Günther gesagt, wenn die Schwerkraft nicht mehr da ist, fliegt alles durch die Gegend. Du hast da einen Schlüssel für die Ketten, dass die unten angehst, dass der Weg fliegt. Du hast einen Schlüssel aus den Händen, ja, und zum Schluss dass du dich aussperren und dann. So Klopapierschlüssel. Genau, alles Schlüssel. Und am Ende sitzt am Klo-Kopf über. Ja. Aber ich muss euch enttäuschen, es ist eine ganz normale Toilette und diese Toilette wird nicht in einem Schwerkraftsimulator eingesetzt. Aber es hat wirklich die Schlüssel versperrt. Jo, das ist die Frage. Ja, ja. Ich muss ja die Frage wissen. Warum versperren Sie das dort im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt? Wahrscheinlich, weil die Astronauten so gedopt sind, dass sie keine Dopingkontrolleure reinlassen. Ja. Und jetzt lieber die Klos zusperren, sicher, wer weiß. Vielleicht kommt einer kontrollieren. Vielleicht noch gar nicht so. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Die haben gesagt, wenn wir irgendwo anfangen zu schluren, ja, und unsicher werden, und dann glauben uns die gar nichts mehr. Steigt da keiner mehr in eine Kapsel ein. Wenn das Klo nicht versperrbar ist. Hilfe! Es gibt überhaupt keinen Grund, einen Klodeckel abzusperren, außer gegen Stellen. Ja. Oder weil die immer die Deppen aufs Häusl trinken gegangen sind. Ja, geh bitte! Ja. Ja. Wer macht das so? Gibt es eine Wasserleitung dafür? Eben nicht! Nein, das war ein Häusl ohne Wasserleitung. Genau. Wo gehst du hin? Geht mit dem Glasl hin und sagt, was machst du? Du musst oben lassen. Ja, vielleicht war ist die Klobrille so wertvoll. Ja. Jetzt haben sie den Klodeckel. Genau, das ist eine ganz besondere Klodeckel-Brille. Die haben schon so ausgeflattert. Ja, Namen, ja. Ja, klar, es gibt ja Klodeckophile. Also das ist die sammeln zu Hause Klodeckeln. Frezelbrillen, Klobrillen. Nein, aber das ist ein ganz besonderer Klodeckel. Du hast irgendwas mit Doping gesagt, glaube ich, oder? Ja. Vielleicht. Das ist falsch, aber am richtigen Weg. Da drin Drogen. Ja? Sie verstrecken. Die verstrecken von jedem Astronauten, alles, was er von sich gibt, wird dann eingesammelt analysiert. Und dann analysiert und wird dann leer gesaugt. Und wenn der nächste kommt, wird dann wieder extra aufgesperrt vom Kurs. Checker. Warum? Und dann wird es vielleicht ins Dunkel versteigert. Damit sie die Gene, die DNA nicht mischt von den Leuten untereinander.
Na, damit die nicht getobt ins All fliegen und dann brauchen sie ja weniger Treibstoff. Nein, die müssen ja sich gewöhnen an die Raumfahrerernährung. Die haben ja nur diese Kapseln und so und das verdockt ja nicht jeder gleich. Mhm. Und wenn einer Durchfall hat, aber es nicht sagt, ne, nur damit er ins Weltall fliegen darf und das verheimlicht, mit dem versperrbaren Klo. Oder ich bin in einem paranoiden Haufen gelandet. Ja, aber wieso? Erzähl uns von deinen Drogentests. Ich versperre mein Häuschen nicht. Von Ihnen. Gut, es geht um Arbeitszeit. Ja, wenn man aufs Klo geht, geht auch Arbeitszeit verloren. Mhm. Und deshalb muss man immer zum Vorgesetzten gehen oder zu der Vorgesetzten und sagen, bitte brauche einen Kloschlüssel. Genau, und die schreibt dann gleich mit und wenn sie ihn zurückgibt, dann wird alles abgezogen. Ja. Der Franz Fieberg sagt euch, warum im deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Toilette versperrt ist. Weil die Deutschen so sagen. Die Antwort auf diese Frage sollte nicht zu schwer sein. Ja. In diesem Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Deutschland wird nach der optimalen Ernährung für Astronauten geforscht. Und dazu wird natürlich genauestens untersucht, was die Versuchspersonen zu sich nehmen und auch was sie ausscheiden. Und damit nicht einer zufällig schnell etwas los wird, unkontrolliert, ist der Klodeckel versperrt und nur ein Betreuer kann diesen aufsperren. Na bitte, so einfach wäre es gewesen. So einfach wäre es gewesen. So. Meine Lieben, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Möchte noch eines, weil das, wir haben dich vor ein paar Wochen, mittlerweile ist es glaube ich schon eineinhalb oder zwei Monate, vorgestellt als Urlaubsvertretung für Michael Nirvarani. Ja. Die Frist ist abgelaufen. Ja, aber ich möchte dich nicht verabschieden als Urlaubsvertretung, sondern ich freue mich auf ein Wiedersehen als reguläres Was gibt es Neues mit dir. Du warst großartig. Ich danke dir für alles die letzten Wochen. Ja. Alles ja. Alles gewusst. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Lukas Resetaris im Herbst 2011. Danke vielmals. Ich möchte mich bei Ihnen hier im Saal recht herzlich bedanken bei Ihnen zu Hause und freue mich schon auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag. Bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende. Hallo.